Dank milliardenschwerer Hilfen vom Staat blieb die ganz große Pleitewelle bisher aus. Nur wie lange geht das noch gut, wenn in der kommenden Woche wie angedroht weitere Maßnahmen beschlossen werden? Und schon jetzt einige trotz der Hilfen um ihre Existenz kämpfen und sie manchmal auch verlieren. Cosima Gill, Suzette Kleine und Franziska Wieland. Es war ihr Lebenstraum. Ein eigener Brautmodenladen. Doch seit März hat Ramona Wegemann kein einziges Kleid mehr verkauft. Der geplante Umsatz von 50.000 Euro ist dahin. Stattdessen heißt es Kisten packen. Das ist es ja, man verliert oder ich verliere hier nicht nur einfach ein bisschen Stoff mit ein bisschen Glitzer dran. Das ist wie ein Abschied von jedem einzelnen Kleid und ein Abschied von meiner Zukunft. Nach dem ersten Lockdown hat sie ihr großes Geschäft schließen müssen. Ihre Hoffnung setzt sie auf eine kleinere Boutique. Ich habe mich noch durchgekämpft und gehalten bis jetzt, habe mit Optimismus dieses zweite verkleinerte Geschäft noch mal ins Leben gerufen, wo ich dachte, komm, ich baue das jetzt noch mal auf. Und jetzt kommt der zweite Lockdown und den überlebe ich jetzt noch nicht mehr. Ihr Laden dürfte zwar trotz Lockdown offen bleiben, ihr Geschäftsmodell fußt aber auf etwas, das gerade nicht stattfindet. Kaum Hochzeiten, kaum einer kauft Kleider. Und auch für die nächsten Wochen sind keine Lockerungen in Sicht. Wir schränken ein bei privaten Feiern. Es betrifft insbesondere Hochzeiten, Beerdigungen, Geburtstagsfeiern. Als Ausgleich für die Betroffenen stellte die Bundesregierung im Frühjahr Soforthilfen in Höhe von 50 Milliarden Euro zur Verfügung. Wir haben ein Programm für Solo-Selbstständige und Kleinunternehmer aufgelegt. Den Betroffenen wollen wir helfen, so unbürokratisch und so schnell wie möglich. Ramona Wegemann ist eine von rund 2,2 Millionen Solo-Selbstständigen, die die Krise mit am härtesten trifft. Sie hat Soforthilfen bekommen. 3 Monate konnte sie damit ihre Fixkosten decken. Mehr aber auch nicht. Denn die Hilfen sind nicht für ihren Lebensunterhalt. Und genau das ist ein Problem. Laut einer Umfrage der Schufa unter Solo-Selbstständigen haben 66% nichts vom Topf abbekommen. Wenn ich der Regierung Vorwürfe machen würde, würde sie Punkt A niemand hören und Punkt B, wenn sie jemand hört, auch gar nicht interessieren. Ich bin ein sogenanntes Einzelschicksal, auf dessen Rücken halt eben das jetzt alles ausgebadet wird. Der Traum vom Brautmodenladen ist nach 5 Jahren geplatzt. Das Gewerbe meldet Ramona Wegemann heute ab. Mit der Unterschrift ist es jetzt besiegelt und das geht jetzt zum Amt und dann schließt sich dieses Kapitel für mich. Auch Katja K. hat die Krise hart getroffen. Gleich 2-mal verlor sie dieses Jahr ihren Job. Nach mehreren Jahren Arbeitslosigkeit arbeitete sie für eine Reinigungsfirma am Flughafen. Doch wegen der Reisebeschränkungen gab es hier kaum mehr etwas zu tun. Es war natürlich ein Schlag ins Gesicht, um es deutlich zu sagen. Und hat uns jetzt auch in finanzielle Schwierigkeiten gebracht. Man hat ja jetzt eigentlich mit festem Gehalt immer gerechnet, ne, so zwischen 1,4 und 1,6. Und lief auch alles super, wir konnten uns jetzt auch mal was leisten. Im Sommer ein Hoffnungsschimmer. Die Infektionen gehen zurück. Katja K. wird bei derselben Firma erneut eingestellt. Doch mit dem Lockdown-Light wird ihr zum 2. Mal gekündigt und sie droht, die Wohnung zu verlieren. Ich hatte ja auch, wie gesagt, die Kündigung schon hier liegen, ne? Und also hätte ich jetzt wirklich meine Eltern nicht gehabt, dann hätte ich jetzt ein richtiges Problem. Dann würde ich jetzt am 31.12. auf der Straße sitzen, mit Kind. So wie Katja K. geht es bislang trotz aller Befürchtungen nur wenigen. Die Arbeitslosigkeit ist nicht dramatisch gestiegen. Das liegt am Kurzarbeitergeld. Im April hat es knapp 6 Millionen Arbeitnehmern geholfen. Wir wollen erreichen, dass die Hilfen möglichst schnell zur Verfügung stehen, um das Wegbrechen von Strukturen, das Wegbrechen von Arbeitsplätzen zu verhindern. Das Kurzarbeitergeld ist Teil eines großen Konjunkturprogramms. Ebenso wie rund 25 Milliarden Euro Überbrückungshilfen, die an Unternehmen gehen sollen. Sie wird vielen mittelständischen Unternehmen helfen, die Krise zu überstehen. Dass Markus Erdenkäufer noch einen Job hat, verdankt er genau diesen Staatshilfen. Der 38-Jährige arbeitet als Staplerfahrer in einem Messebauunternehmen. Seit März hat er das quasi nicht mehr gemacht. Er ist in Kurzarbeit und das Ganze belastet ihn sehr. Also ich kann nachts nicht schlafen, richtig halt, ne, weil es halt wirklich so Ungewissheit ist, ne, wie geht's weiter, was muss ich mir jetzt irgendwie einen neuen Job suchen oder überlebt die Firma überhaupt? Das ist halt das Schlimmste. Ne. Ob die Firma überlebt, weiß hier keiner. Bereits im März, mitten im ersten Lockdown, haben wir die Geschäftsführerin Iris Wörnlein-Herbke besucht.
Damals hatte sie fast alle ihre 90 Mitarbeiter gerade in Kurzarbeit geschickt. Mir tut es furchtbar weh. Ich habe letzte Woche am Donnerstag meinen Leuten mitteilen müssen, dass sie nach Hause gehen müssen. Ich habe wahnsinnig viel geweint in dieser Situation. Und ich würde es auch jetzt immer noch und mir tut es immer noch wahnsinnig weh. Jetzt, über 8 Monate später, gibt es den Betrieb noch. Auch weil der Staat mit viel Geld unterstützt. Bis November hofft sie, so ihre eigene Rechnung, auf 350.000 Euro Sofort- und Überbrückungshilfen. Die Fixkosten sind deutlich höher. 300.000 Euro pro Monat. Für zum Beispiel Miete, Versicherungen, Löhne oder Instandhaltung. Uns hat die Pandemie ca. 2,5 bis 3 Millionen bis jetzt gekostet. Es kommt einfach daher, dass wir sehr, sehr hohe Fixkosten haben. Mehr Einsparungen als aktuell geht nicht. Die Autos sind abgemeldet. Fast alle Mitarbeiter in Kurzarbeit. In dem Moment, wo wir die Kurzarbeit nicht mehr bezahlt bekommen, ist dieses Unternehmen de facto insolvent. Die staatlichen Maßnahmen haben eine Pleitewelle bisher verhindert. Doch die Frage ist, wie lange der Staat die Hilfen aufrechterhält. Vor Herbst nächsten Jahres rechnet Iris Wörnlein-Herbke nicht mit großen Messen. Mit den wenigen Mitarbeitern, die aktuell noch da sind, baut sie nun Katzenmöbel und hat einen Werkstattverkauf eröffnet. Das große Geld bringt das nicht. Es ist einfach auch Mut machen, es ist gedanklich fit bleiben und innovativ bleiben. Das ist, finde ich, das ganz Wichtige. Man darf jetzt nicht in eine Starrheit zurückfallen und warten, bis alles vorbei ist. Sie und ihre Mitarbeiter hoffen, dass sie noch so lange durchhalten, bis die Pandemie unter Kontrolle ist. Ich habe immer noch Hoffnung, dass der Impfstoff wirkt und auch die Pandemie sich verkleinert halt. Ganz weg wird es wahrscheinlich nicht gehen, aber ich habe auf jeden Fall Hoffnung. Ein bisschen Licht am Ende des Corona-Tunnels, zumindest für ihn. Doch das kommt für manche möglicherweise zu spät.